Jo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia und heute habe ich ein besonderes Video für euch am Start, denn falls ihr euch mal gefragt habt, was denn das schnellste Lowrider-Fahrzeug ist vom neuen Update, dann wird eure Frage jetzt hier in diesem Video beantwortet und lasst doch mal ein Abo da bei German Flash Player HD und bei Weiß Studio. Weiß Studio macht richtig schöne Filme auch, da kommt nächsten Monat auch wieder ein Film von ihm, hat er gesagt. Und German Flash Player HD macht auch richtig geile Videos da, kommt auch ein Film, nächste Woche circa, da bin ich Synchronsprecher, also lasst da auf jeden Fall mal ein Abo da oder schaut da auf jeden Fall mal vorbei in der nächsten Zeit. So, da würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, mit was wird denn hier überhaupt gefahren, mit welchen Lowridern. Und ich lese ich euch mal kurz vor, das ist einmal der D-Class Voodoo, dann der Albany Buccaneer vom Weiß Studio, dann der Albany Primo, der Voodoo, der Willard Faction, dann nochmal ein Voodoo, dann ein Primo, dann ein Rapidino und dann ein D-Class Moonbeam und die anderen Fahrzeuge habe ich ja schon gesagt. Deswegen, okay, wir begeben uns jetzt mal hier zur Startlinie und sind mal gespannt, welches Fahrzeug hier am besten abschneiden wird, auch von puncto Geschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit bzw. Beschleunigung. Und es wird richtig geil. No Rules King wirft hier die Granate und los geht's. Der Willard Faction am Anfang über so eine kleine Motorhaube drüber und ihr seht schon, wie er zieht. Da hinten wird jemand weggedreht. Oh my days. Aber Beispiel ist dicht hinter mit seinem Albany Buccaneer. Ist er dicht hinter mir. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen sozusagen. Richtig geil. Und ja, der Willard Faction hat eine richtig schöne Geschwindigkeit. Die geht richtig ab und ich sag schon wieder so oft richtig wie im letzten Video. Was ist denn los mit mir? Egal, anyways. Nächstes Drag Race. Wieder mit dem Willard Faction. Er zieht wieder richtig geil und ich sag schon wieder richtig. Anyways. Neben mir ist Weiß Studio mit seinem Albany Buccaneer. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wieder und diesmal zieht sogar der Albany Buccaneer gleich schon ein bisschen weg. Ihr seht's jetzt. Zieht er wieder, aber dann ziehe ich mit meinem Willard Faction und wer gewinnt das Rennen? Wer gewinnt das Rennen? Er zieht wieder. Doch, da ist die Ziellinie und ich gewinne das Rennen. Oh my days. Egal. Falls euch das Video gefallen hat und geholfen hat, könnt ihr gerne ein Feedback da lassen. In Kommentarform oder Likeform, wie auch immer. Falls ihr neu seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Für weitere geht hier online Videos, Rennvideos, Paintjobs und so weiter und so fort. In dem Sinne bin ich raus, wünsche noch einen ganz schönen Tag und schaut auf jeden Fall bei den Jungs vorbei. Richtig coole Leute. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Enrico Italia. Bye! Yeah!